Es war einmal ein Community-Clan. Zudem kamen viele, viele Kämpfer aus verschiedenen Ländern, um hier starke und sehr, sehr schwere Clankriege zu bestehen. Aber damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Und das Es war mal Buch hier ist übrigens Grundlagen der Datenverarbeitung, ein Buch von IBM. Das ist so ein bisschen transparent, weil es grün ist. Aber es ist von 1980 und zu dem Zeitpunkt habe ich ja so ein bisschen angefangen, mich schon um Datenverarbeitung zu kümmern. Aber um was kümmere ich mich eigentlich noch oder um was geht es eigentlich in der Folge? Ja, es geht eigentlich um einen Clan Herausforderer. Denn es war einmal, dass der Toto diesen Clan hier aufgemacht hat. Als Community-Clan, das heißt also, wir haben hier eigentlich zu Anfang nur Events gespielt, das heißt 50er CKs, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind jetzt aber schon rausgealtert. Ich gucke mal nach ganz, ganz unten, ob die jetzt schon weg sind hier. Ja, die sind alle schon weg. Und das heißt, wir haben hier nur 50er Clankriege gespielt zu Anfang. Friendly Challenges mit Sky Live. Weiß ich nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Freundschaftsklankriege live auf beiden Kanälen und. Beziehungsweise, ich glaube, damals war es noch auf dem Kanal von Olli. Und so ist der Clan hier eigentlich entstanden. Aber ich habe die ganze Woche schon von einem ganz anderen Clan gesprochen, mit dem ich mir wieder mal Events spiele. Denn es wäre jetzt unfair, wenn wir diesen Clan hier nehmen, der ja auch aktuell im CK ist. Das habt ihr gestern Abend im Livestream gesehen. Und wir haben 99% eben vom Homebutton gesehen. Aber ich glaube, ich hab ab hier irgendwo so aufgehört, gestern oder heute Nacht zu streamen. Und während ich so ein bisschen weiterfasel, haben wir mal ein bisschen Clash of Clans. Und es wäre natürlich jetzt blöd zu sagen, oder es ist natürlich doof zu sagen, zu so einem Clan hier, der ja so ein bisschen gewachsen ist. Ich habe ihn ja irgendwann aufgemacht, habe dann gesagt, okay, dann hauen wir hier mal in den Sack, machen mal Clan Level 5, dass wir wenigstens eine gespendete Truppe mehr haben. Ja, dann hat sich das aber so ein bisschen rauskristallisiert, dass hier sich dann doch so mehr oder weniger so ein kleiner Stamm entwickelt hat. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, so Leute, das war's jetzt. Ich nenne mal eine Zahl. Wir sind jetzt Clan Level 10. Das war's jetzt und jetzt könnt ihr alle wieder abhauen und euch in eure alten Stammclans wieder zurückziehen. Und dann wird das wieder der Event-Clan hier. Ich glaube, das ist ein bisschen doof. Und deswegen habe ich einen anderen Clan ausgegraben. Das heißt also, jemand aus meinem näheren Discord und virtuellen Freundeskreis, so will ich es mal sagen, hat mir nämlich einen Clan zur Verfügung gestellt, der schon sehr, sehr lange brach liegt. Und es ist ein Level 12 Clan, ich springe gleich mal rein. Mit dem möchte ich ganz gerne, da kann ich mit euch wieder Event spielen. Das heißt also, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, eigentlich spielt es mir schon die ganze Zeit in der Birne rum, dass ich mit euch einen Clankrieg spiele. 40 gegen 40, only Rathaus 9. Damit fangen wir mal an. Der Clan ist danach wieder leer. Das heißt also, das wird dann wirklich ein Clan. Der wird dann wieder geleert. Und dann spiele ich vielleicht mal ein Rathaus 8 Clankrieg. Ein Only Rathaus 8. Oder man mixt nur 7, 8, 9. Also schon so ein bisschen so die Rathäuser, die jetzt vielleicht in den Clankriegen hier teilweise in den etwas höheren Clans dann nicht mehr so zum Zuge kommen. Wir werden dort keine CWL spielen, keine CS. CS vielleicht, wenn es sich ergibt, aber mehr nicht. Das Ding wird wirklich immer wieder geleert. Also da darf dann auch keiner sauer sein, aber wir nehmen das ganz gerne. Oder wir nehmen die Kämpfe dann sicherlich im Livestream wahr. Also irgendwo ist das dann ja ein cooles Event, finde ich zumindest. Weiß ich nicht, wie ihr das jetzt findet. Könnt ihr mir mal unten reinschreiben, ob das eine coole Idee ist, auch mit den 7er, 8er, 9ern mal so only Clankriege zu spielen. Ich weiß auch nicht, wie es wird. Ich schmeiß mich da auch mal wieder in so ein Chaoswasser und weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Aber Tempi haben wir hier gehabt. Oh, der Klaus hat auch nochmal zugeschlagen. Okay. Aber ich glaube, das wird eine runde Sache und ich freue mich in jedem Fall drauf. Ich habe ja auch noch 9er habe ich noch irgendwo rumspielen. Der Schief ist ja so ein bisschen auf Achse. Oder auch der Chefkoch ist ja jetzt auch schon am kommen. Bald eine 14er Queen. Und ein Elver King oder so. Mal gucken. Also da muss ich sagen, wenn wir dazu einladen, ich gebe das jetzt mal bekannt, wird das nach der SCWL sein. Das heißt, oder nach der SCCWL, also nach der Supercell Clan War League, die ja jetzt am Wochenende beginnt, wird das Ganze erst stattfinden. Ich kann mir so vorstellen, das wird dann schon Mitte Juni. Aber ich wollte es jetzt mal rechtzeitig bekannt geben und nicht erst 2 Stunden vorher, so nach dem Motto, hurra, wir machen mal einen Clan auf und jetzt müsst ihr alle kommen. Also so habt ihr so ein bisschen ausreichend, oder habt ein bisschen Zeit, ein bisschen zu planen, euch vielleicht von eurem Clan für einen Clankrieg rauszulösen oder aber mit einem Zweitaccount, Drittaccount oder was auch immer in den Clan rein zu joinen.
um dann schön 40er, ich glaube ein 40er ist ganz cool, dann haben wir noch vielleicht einen Spendenaccount, vielleicht machen wir es auch ohne Spendenaccounts, dann geht noch ein bisschen mehr. Denn dann muss man das mal so machen wie in den jetzigen Turnieren. Es war ja gerade das Rathaus 5 Turnier, jetzt kommt noch Rathaus 6, 7, 8. Und dort ist es immer so, dass die Turniere immer, dass die Truppen, es werden keine Max-Truppen dort gespendet oder so, sondern alle müssen mit dem auskommen, was sie haben. Ein 7er hat Drachen, also das Maximale sind dann an Drachen zu spenden. Beim 8er und 9er geht natürlich schon ein bisschen mehr, Päcker, Lavahund und so weiter. Aber vielleicht machen wir das auch so, dass wir mit dem einfach mal auskommen, was wir so haben. Und der Klaus hier als Kleiner, der ist genauso wie meine 10er hier im Moment, sehe ich gerade. Als kleiner Rathaus 10er, ja, mal sehen. Vielleicht schaffen wir auch mal ein 10er Turnier oder so, beziehungsweise einen Freundschaftsklankrieg. Aber ich gehe jetzt mal in den Clan rein. Dann habt ihr mal in etwa so einen Blick, was euch erwartet. Und ich muss ihn jetzt noch mal eben suchen. Ich muss mir noch mal gerade die Tech raussuchen. Okay, ich habe ihn jetzt mal hier in die Tech, glaube ich, aufgenommen. Meiner Clans, die ich in den Bookmarks habe, das sind hier beim Avatar nicht so viele. Aber ich schaue mal, der Clan heißt ganz schlicht Deutschland-Ad. Der Clan heißt ganz schlicht Deutschland-Ad. Also das wird der Clan sein hier. QCGVRJ00. Ich pinne euch unten auch in der Beschreibung die Tech dann mit rein. Hier ist eine Baustelle bei Fertigstellung. Gibt es wieder tolle Angebote, okay, bis dahin Clash on. Und es gibt im Moment zwei Accounts da drin, den Hausmeister und den Bender, die hier Platzhalter sind. Das sind irgendwelche Accounts, die jetzt nicht von mir sind, sondern von dem, der den Clan hier zur Verfügung stellt. Aber hier können wir ein Rathaus 9 Clankrieg spielen, also ich spiele den mit euch, und ich kann mir vorstellen, dann hauen wir das auch immer schön in so ein paar Streams oder in so eine Folge mit rein, mal sehen. Aber vielleicht mache ich auch noch zwischendurch eine Umfrage, was wir als erstes spielen wollen. Aber ich habe so ein bisschen den Gedanken, wir spielen mal Rathaus 9. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen so die gute oder die Masse. Und ob das dann 40er wird oder 50er, 50er, dann müssen die beiden gehen. Und ich würde ungern den Hausmeister jetzt rauskillen, der mir dann den Clan ja vermutlich überlassen müsste. Und da gibt es natürlich immer so ein bisschen kleinere Schwierigkeiten. Kriegt er den Clan wieder? Natürlich kriegt er den Clan wieder. Aber Deutschland, Leerzeichen, Ad, ist der Clan, in dem wir das Event spielen. Ich habe es jetzt schon öfter mal angedeutet, auch in den Livestreams und in den Videos, in den Folgen, dass ich etwas habe, dass mir ein bisschen was vorschwebt, und heute ist es mal raus. Ich kann mir aber vorstellen, wie gesagt, die erste Woche im Juni ist ja erstmal die Clankriegsliga, und dass wir das danach machen, dann in der Folgewoche, dann sind wir schon fast Mitte Juni. Und ja, mal sehen, wie es wird. Ich stürze mich mal wieder ins geordnete Chaos, glaube ich. Ah, ich weiß noch nicht, aber was ich in jedem Fall weiß, dass wir mit dem hier ein bisschen was machen müssen. Also kurz mal in Clankrieg reingerutscht, soll auch nur eine kurze Update-Folge sein. Ich habe das auch gestern wieder mitbekommen im Stream, habe dann heute Morgen gedacht, ah, du hast es ja gestern Abend gesagt, also setz dich mal hin und gib schon mal ein paar Infos raus, sodass die Leute schon mal so ein bisschen Bescheid wissen. Ist ja auch nicht so schlecht, mal schon mal von etwas gehört zu haben. Den nehme ich übrigens nicht mit. Was ich aber mitnehme, ist der Adler hier außen für die Tat. Ich muss den eben mal verlieren, entschuldigt. Entschuldigt bitte, den muss ich eben mal verlieren. Und den wollte ich jetzt nicht machen, aber wenn so ein Adler draußen steht, dann sind mir die Pokale nicht so wichtig, sondern eher die Tat. Mache ganz, ganz viele Adler-Artillerien. Und so mache ich das eigentlich mit allen meinen Accounts, wo mir sowieso, ich bin ja jetzt nicht so ein Push-Typ, ne? Da ist eine schöne Ringbase hier, die kriege ich auch mit meiner Truppe nicht hin. Was habe ich eigentlich? Ah, ich habe Event-Truppe am Start. Okay, ich habe Event-Truppe am Start, haben wir gestern Abend so gut wie gar nicht gesehen. Die Hockeys hier, mit denen ich hier im Moment unterwegs bin, habe so ein bisschen, ja, so ein bisschen traditional Army hier, also gar nicht so jetzt mit Queenborg oder Queen Charge vorweg, sondern einfach ein Golem, kleines Kill Squad hier, und dann kann das eigentlich losgehen. Aber was gar nicht mal geht, ist hier die Gegner, die haben wieder unterirdisch wenig Loot für mich. 94, ja, das ist wenig. Das könnt ihr gar nicht mal so glauben, dass es auch etwas mehr gibt. Naja, okay, hier geht doch ein bisschen mehr. Den nehmen wir mal mit hier, der ist nicht schlecht. Ich brauche noch ein bisschen für meinen King, dass der auch noch seine letzten 5 Level hier macht. Und ich habe 2 Golems dabei, okay. Ich habe 2 Ghoulies dabei. Aber was ich gar nicht dabei habe, sehe ich jetzt gerade, sind mal so ein paar Magier oder sowas, ne? Ah ja, okay, und ich habe auch gar keinen Mauerbrecher. Dann müssen die hier jetzt erstmal ein bisschen funneln, dass ich... Ah, nee, ich kann ja mit der Karre hier funneln. Ich kann ja mit der Karre hier funneln, sodass mir der Päcker hier nicht wegläuft und auch meine Helden hier jetzt nicht auf das eine Lager gehen.
Das sollten die aber fertig bekommen, jawohl. Das sollten die fertig bekommen und dann geht's hier einmal durch. Und ich wollte eigentlich den hier noch rechtzeitig friesen, dass der nicht ganz so kaputt geht. Aber die Karre ist jetzt leider doch schon kaputt. Okay, aber hier geht's durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir nehmen mal den Adler hier so ein bisschen in Frost. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, von wo ich eigentlich mit meinen Hoggies reingehe. Ich glaube, ich gehe mal von hier oben mit den Hoggies rein. Nehme jetzt mal meinen Worten, dass ich die Fähigkeit nicht vergesse. Ich habe die Hoggies hier schon auf 7. Das ist sehr, sehr schick. Und da tapseln sie durch. Einmal noch da den Heil. Ich habe jetzt keinen Hog mehr. Aber wir müssen hier jetzt schon so ein bisschen für Cleanup sorgen. Und habe jetzt, oh, ich habe keinen Heilzauber mehr, aber ich habe noch einen Wutzauber. Okay, dann wuten wir hier die Hogs nochmal so ein bisschen durch. Einmal das Lager hier und, oh, da sind noch viele da. Allerdings ist das Problem, dass jetzt auch nochmal gerade ganz, ganz viel hier in der Riesenbombe gestorben sind. Okay, und jetzt noch eine defensive Einheit. Ja, dann haben wir die Base gemacht. Ja, super. Und das hier im Hog Rider Event, coole Sache. Also wie gesagt, das sollte eigentlich nur so ein Statusvideo sein. Wie geht es eigentlich weiter? Was meint der Toto eigentlich immer? Der Klarkrieg, den ich am Wochenende spiele und auch am Wochenende streame. Also ich streame Samstag und Sonntag. Das könnt ihr auch schon mal im Kalender markieren. Ist ein Klarkrieg, den ich nicht organisiere oder so. Der ist von einem anderen Clan organisiert. Dort joine ich mit dem Avatar übrigens rein. Nicht mit meinem Rathaus 12er, sondern mit dem Rathaus 11er bin ich dabei. Die hatten so ein bisschen Rathaus 11er Not. Deswegen hatte ich mir lieber an der Stelle gesagt, ich gehe mal mit dem 11er mit und nicht mit dem Toto an der Stelle. Quick Train, ja, die machen wir einfach mal nach. Die sah ganz gut aus, die Army. Und ist also ganz abseits von mir, bin ich auch nur zu Gast. Aber dennoch glaube ich, dass wir viel Clash of Clans in so 50er Clan kriegen. Ich weiß, ich bekomme auch immer wieder Anfragen, kannst du nicht mal bei uns den Clankrieg zeigen und bei uns. Aber das Problem ist immer gerade in den Livestreams, da müssen wir 3, 4, 5 Stunden teilweise füllen. Und das ist dann immer schwer, wenn ich irgendwo so ein 10er Live oder so ein 10er Clankrieg zeige. Oder ein 5er Clankrieg, das ist dann einfach ein bisschen wenig Content. Das müsst ihr jetzt so als aus Entertainment-Sicht sehen. Das ist einfach dann ein bisschen wenig. Ich habe ja gestern Abend aus einem Clan gestreamt, wo wir, glaube ich, auch nur 20 sind. Ich meine, 20 ist schon ganz gut. Wir haben ja unheimlich viel gesehen. Könnt ihr euch nochmal angucken auf Twitch. Link ist übrigens von Twitch in jeder Beschreibung unter meinen Videos. Und ich hoffe, die kleine Update-Folge auf den Vatertag. Grüße übrigens an alle Väter, die sich heute so richtig volllaufen lassen. Ich werde das nicht tun. Das machen ja auch, eigentlich machen es ja auch nicht die Väter, es machen ja dann die, die noch nicht Vater sind, aber sich vielleicht auf die Vaterfreuden oder auf das Vaterwerden schon freuen. Ich würde sagen, haltet die Ohren steif, bis dahin, euer Toto. Clash.